Vortag im 5. Semester. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich Strahlen nicht bestanden habe. Leute, schaut ihr jetzt nach? Schaut ihr nach? Hallo und willkommen zu dem letzten Vlog im 5. Semester, und zwar mein offizieller Klausurenvlog. In der Klinik ist das zumindest in Münster anders als in der Vorklinik, da werden nämlich alle Klausuren an 2 Tagen geschrieben. Das sind insgesamt, ich glaube, 7 oder 8 Klausuren, und morgen sind dann die ersten paar. Ich meine, das wäre MIBI, GTE, Notfall, Reha und Radio, und übermorgen dann Patho, Klischi und Pharma, meine ich zumindest. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, wo ich diese Information her habe und ob die vertrauenswürdig ist. Übrigens, sorry, falls ich total verklatscht aussehe, ich war gestern auf einem Lady Gaga Konzert und es war so geil, aber wir waren sehr spät erst wieder zu Hause und ja, dementsprechend bin ich gerade noch ein bisschen verklatscht. Der letzte Tag vor der Klausur ist für mich immer so ein bisschen so ein Tag, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Weil es bringt halt nichts, alles irgendwie sich nochmal anzugucken. Von daher habe ich mir so ein paar Schwerpunkte gesetzt. Also ich will auf jeden Fall nochmal Antibiotika wiederholen, weil das ist ein großes Thema, sowohl in MIBI als auch in Pharma. Dann wollte ich Patho mir noch einmal angucken, weil es jetzt schon ein bisschen länger her ist, seitdem ich das gemacht habe. Und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich werde ich einfach mal nochmal ein paar Altfragen angucken, um ehrlich zu sein. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ja, und nachher geht es dann für mich noch zurück nach Münster natürlich, weil die Klausuren werden ja jetzt in Präsenz geschrieben, auch wenn wir das noch gar nicht gewöhnt sind. Ich esse jetzt erstmal mein Frühstück zu Ende, bevor das komplett durchsifft, und werde dann einfach mal starten. Kurz noch 2 Tipps zum Pharma-Lernen. Ich habe das ja im letzten Video schon angesprochen und mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, die ich euch noch erzählen kann oder auf den Weg geben kann als Tipp. Und zwar gibt es bei Anki ja die Funktion Lückentext. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. So sieht die Anki-Karte dann aus. Also das, was abgefragt wird, seht ihr hier in blau. Und der Vorteil von diesen Karten ist, dass ihr im Prinzip immer alle Informationen nochmal seht, sodass ihr nicht dieses auseinandergepflückte Wissen habt. Man hätte jetzt zum Beispiel für diese Frage hier auch einfach schreiben können, was ist das Besondere an der Pharmakokinetik bei Acylaminopenicillin? Und dann hätte man genauso gut diese Antwort hier hinschreiben können. Aber dann hätte man eben nur diese eine rausgerupfte Detailfrage. Und das gefällt mir manchmal an Anki nicht so super gut. Deswegen bin ich auch auf Notion ausgewichen für Pharma, weil ich einfach dieses große Ganze brauchte. Außer bei Antibiotika, weil Antibiotika haben wir primär auch in MIBI behandelt und da haben wir uns ja die Karten aufgeteilt. Das hatte ich euch ja schon im letzten Vlog erzählt. Und über meine Friends, mit denen ich die Karten zusammen erstellt habe, bin ich dann auch auf dieses Lückentextformat gestoßen, weil ein paar von meinen Freunden das schon früher benutzt haben, und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Wenn ihr draufklickt, kommt dann hier also die Antwort. Und wie gesagt, gleichzeitig könnt ihr euch immer wieder nochmal das große Ganze vor Augen halten. Wenn ihr jetzt selber so eine Lückentextkarte erstellen wollt, dann geht ihr hier oben bei Kartentyp auf Lückentext. Das müsste hier irgendwo unten sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das allgemein vorhanden ist oder ob man das als Add-on runterladen muss. Falls man es runterladen muss, dann gibt einfach einen bei Google Lückentext Add-on bei Anki und dann stößt man eigentlich relativ schnell auf die Seite, die man dann braucht. Genau, und dann gibt man hier jetzt seinen Text ein. Genau, und was ihr dann einfach nur machen müsst, ist, ihr markiert die Stelle, die ihr als Lückentext haben möchtet, und klickt dann hier oben auf dieses Lückentextzeichen. Dann erscheint das hier, und das ist im Prinzip der Code, oder wie man es nennen möchte, für eine Lückentextfrage. Das könnt ihr natürlich auch manuell einfach so eingeben. Das macht im Prinzip keinen Unterschied. Ich finde das einfach nur einfacher, dann direkt hier drauf zu klicken. Dann könnt ihr weitermachen mit der nächsten Frage. Und jetzt kommt es ganz darauf an, ob ihr diese Lücken nacheinander abgefragt werden möchtet oder ob ihr möchtet, dass 2 Lücken auf einmal abgefragt werden.
Bei ersterem, also wenn ihr das nacheinander machen möchtet, dann markiert ihr das einfach wieder und geht dann wieder auf dieses Lückentexting. Ihr seht, jetzt steht hier nicht mehr C1, sondern C2. Das zeigt dann also auch an, in welcher Reihenfolge das abgefragt wird. Wenn ihr aber jetzt diese beiden Lücken zusammen abgefragt werden wollt, dann müsst ihr einfach hier drauf gehen und eine 1 hinschreiben. Und dann werden die beiden Fragen zusammen angezeigt. Also dann würde jetzt hier stehen, hallo, Lücke, nächste Frage, Lücke. Bei C2 würde jetzt hier stehen, hallo, Lücke, nächste Frage, hallo. Das würdet ihr also dann sehen. Wenn ihr die Karte dann fertig gemacht hättet, stände dann bei der nächsten Karte, hallo, bla bla bla, nächste Frage, Lücke. Ich hoffe, das hat gerade irgendwie Sinn gemacht, was ich erzählt habe und ihr wisst, was ich meine. Es kommt halt auch immer ganz auf die Frage an, ob ihr lieber mehrere Lücken gleichzeitig abgefragt werden wollt oder eben nicht. Also beispielsweise, wenn ihr verschiedene Symptome habt und ihr die alle aufzählen sollt, dann macht es Sinn, alle Lücken auf einmal dann abzufragen, in einem Rutsch sozusagen. Aber wenn es um unterschiedliche Themen geht, wie zum Beispiel jetzt auch bei meiner Frage zu den Penicillinen, also Wirkmechanismus, Indikationen, unerwünschte Wirkungen und so weiter, dann macht es mehr Sinn, die nacheinander abzufragen, als alles auf einmal. Weil dann könnte man ja genauso gut auch eine Nicht-Lückentext-Anki-Karte erstellen, wenn man alles auf einmal sich abfragen möchte. You know what I mean? Anyways, ich finde diese Funktion auf jeden Fall super, besonders für Mibi, wo man sehr viele Details irgendwo wissen muss, aber trotzdem sollte man zu einem Erreger irgendwie auch das große Ganze im Kopf haben und jetzt nicht immer nur ein punktuelles Wissen. Von daher, ja, für Mibi definitiv eine Empfehlung, für Pharma auch. Ich mache jetzt hier mal weiter mit meinen Antibiotika. Pato habe ich jetzt soweit fertig tatsächlich. Ich gucke jetzt erstmal, wie schnell ich mit Antibiotika fertig werde und dann überlege ich mal, was ich danach noch mache. Ich bin mittlerweile bei GTE angekommen und GTE ist ja auch so ein Fach, was man ja eher stiefmütterlich behandelt, Schande über mein Haupt. Aber es war eigentlich ganz angenehm, weil GTE halt weniger auswendig lernen ist, habe ich das Gefühl, als mehr Lesen, Literatur, Geschichte und so weiter. Genau, und ich habe mir in GTE tatsächlich auch so eine Art Tabelle angefertigt mit so kurzen Stichworten. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Also das sind so unterschiedliche Konzepte und vor allem auch Leute, die irgendwie was Besonderes gemacht haben in der Geschichte der Medizin. Und dann habe ich in ganz kurzen Stichworten einfach hingeschrieben, was die gemacht haben und kann mich so eigentlich auch ganz gut abfragen und habe trotzdem nochmal eine Art Mini-Zusammenfassung, damit ich jetzt nicht nochmal irgendwie das ganze Skript durchgehen muss. So, ich bin gerade in Münster angekommen und war erstmal total erschrocken, als ich hier in mein Zimmer reingekommen bin, weil ich total vergessen hatte, dass ich ja letzte Woche alle meine Pflanzen mitgenommen hatte und ich dachte so, hä, warum ist mein Zimmer so leer? Weil guckt euch mal an, wie kahl das einfach aussieht. Also die wird da bleiben, der wird auch da bleiben, der braucht nicht so viel. Und die hatte ich vergessen mitzunehmen, aber sonst ist hier gar nichts mehr. Ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal eine kleine Pause, bevor ich vielleicht noch das eine oder andere kreuzen werde. Gehe jetzt in die City, gehe eine Kleinigkeit essen und ja, dann mache ich mir nochmal Gedanken, ob es überhaupt noch was bringt, noch was zu machen. Vielleicht gehe ich auch einfach ins Gym. Mal gucken. Leute, es ist zu fucking heiß. Es ist ungelogen, 35 Grad. Frage mich gerade, wie ich erstens noch lernen soll und zweitens, wie zum Fuck ich es im Gym nachher aushalten soll, weil unser Gym hat keine Klimaanlage. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Vielleicht sollte ich mal damit anfangen zu überlegen, was ich nicht machen muss. Okay, also Pato steht morgen ja gar nicht an, außerdem habe ich heute noch Pato gemacht. Pato schon mal nicht. Reha habe ich gemacht, muss ich auch nicht weitermachen. Notfall habe ich auch gemacht, muss ich nicht nochmal weitermachen. GTE habe ich eigentlich auch gemacht. Bleibt eigentlich nur noch Mibi und Radio. Ich hasse den Tag vor der Klausur, wenn man so denkt, okay, jetzt muss ich nochmal alles geben, alles nochmal rausholen. Und letztendlich kann man aber, glaube ich, gar nicht mehr so viel rausholen, oder? Vielleicht habe ich auch einfach nur keinen Bock, kann auch sein. Ich bin mittlerweile fertig mit Lernen. Endlich! Ich habe Mibi echt jetzt nochmal ziemlich geballert.
Ich habe gerade, wie nennt man das, psychologischer ambulanter Dienst, habe ich gerade gemacht, ne? Jetzt bin ich nicht mehr ihr psychologischer Dienst, sondern sie ist mein psychologischer Dienst. Boah, aber echt, das ist voll das Déjà-vu gerade. Nur andersrum. Naja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Alles, woran Maxi gerade leidet, es ist temporär, ne? Naja, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich ins Gym gehen, Leute, aber das Gym oder das Universum wollte nicht, dass ich ins Gym gehe, weil ich habe erstens meine fucking AirPods zu Hause vergessen und ich kann nicht trainieren, ohne leider irgendwas nicht im Ohr zu haben. So, zweitens habe ich mein fucking Sport-BH zu Hause vergessen. Also ja, das Universum hat entschieden. Stattdessen mache ich jetzt ein kleines Homeworkout. Ich habe auch gerade schon meine Yogamatte ausgepackt. Und ja, Homeworkout ist besser als kein Workout, ne? Ich war schon seit 1000 Jahren nicht mehr beim Sport. Und Leute, mir hat heute jemand einen Kommentar bei YouTube geschrieben, ob ich überhaupt noch da bin. Und könnt ihr bitte nicht aufhören, mich gerne zu haben, nur weil ich gerade nichts poste. Ich bin wirklich gestresst. Also ich weiß, dass von den meisten von euch das immer super lieb gemeint ist und dass ihr einfach Maxi gerne habt und ihren Content gerne seht, aber glaubt mir, das Physikum ist wahnsinnig stressig und ich weiß bis heute nicht, wie ich es überhaupt geschafft habe, da Videos zu posten. Es war wirklich... Das frage ich mich jeden Tag. Es war wirklich der reinste Stress und es ist wirklich absolut nicht schlimm, dass Maxi jetzt gerade nichts posten kann, weil es verlangt wirklich alles von einem. Deswegen habt bitte Verständnis mit Maxi. Es wird wieder Vlogs geben, sobald das alles vorbei ist. Ja, Leute, ich habe es mittlerweile bis ins Bett geschafft. Mein treuer Begleiter ist immer noch da, weil es ist immer noch kackenheiß. Ich würde euch ja gerne irgendwie eine coolere Routine zeigen. Irgendwas von wegen Self-Care. Die Nacht vor der Klausur. Wie sich das für Influencer gehört. Truth is allerdings, die meisten Abende daddel ich bis kurz vorm ins Bett gehen auf TikTok rum. Und so auch heute, weil ich will ja nicht meine Tradition brechen, weil das bringt Unglück. Nee, Spaß. Manchmal lese ich auch was. Übrigens, falls ihr mir noch nicht folgt, folgt mir unbedingt auf TikTok. Ich heiße da Esther Liobar, wie auch sonst überall. Naja, auf jeden Fall, ich werde mich auch bald in die Haia machen. Daher gute Nacht und bis morgen. Leute, es ist soweit, es ist Klausuren-Day. Endlich habe ich noch was zwischen den Zähnen. Ich bin so froh, dass dieser Tag jetzt endlich da ist, weil für mich sind Klausurentage eigentlich gar nicht mal so die schlimmsten Tage, es sei denn, es ist eine mündliche Prüfung, weil ich dann ja weiß, es ist ja im Prinzip schon geschafft. Ich muss ja nur noch hingehen und die Klausur schreiben. Ich muss nichts mehr lernen. Genau, ich habe mich jetzt auch tatsächlich dagegen entschieden, jetzt heute Morgen noch was zu machen, weil unsere Klausur startet erst um 14 Uhr, also Zeit genug wäre da, aber ich lasse es jetzt, glaube ich, einfach ruhen. Stattdessen habe ich was Besseres zu tun. Und zwar werde ich hier die Bude mal putzen. Nicht zuletzt, weil meine Frau Mama am Mittwoch, also morgen, mich besuchen kommt. Und ihr wisst ja, wie es ist in der Klausurenphase. Man hat keinen Kopf mehr für irgendwas anderes. Und wir wollen ja nicht, dass Michi einen Herzinfarkt bekommt, wenn sie hier in mein Reich eintritt. Genau, das ist jetzt so mein Projekt für den Morgen. Und heute nach der Klausur haben wir vor, schwimmen zu gehen mit meiner Bubble. Da freue ich mich schon riesig drauf, weil heute soll ja dieser todesheiße Tag werden. Deswegen, ich werde auch gleich hier erstmal alles verriegeln und verrammeln und alle Rollladen runterziehen, weil es soll heute bis zu 39 Grad werden. Deswegen werde ich zusehen, dass ich genug zu trinken mitnehme und hoffe einfach, dass meine Gehirnkapazität nicht zu sehr drunter leidet und meine Proteine nicht denaturieren. Ich habe mir gerade auch nochmal eine kleine To-Do-Liste geschrieben, weil ich irgendwie meine Gedanken so ein bisschen sammeln wollte, weil besonders bei so Tagen wie Klausur, wo es wirklich darauf ankommt, dass man pünktlich ist, dass man alles dabei hat, da schreibe ich mir das lieber vorher auf und habe dann eine Liste, wo ich drauf gucken kann, als dass ich nachher da stehe und irgendwie was vergesse. Genau, und an der Stelle, ihr wisst, was kommt. Meine allmonatliche Werbung zu meinem Lebensinselplaner. Mein Link ist nach wie vor gültig. Damit bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte bei Lebensinsel. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich werde es aber auch nochmal hier einblenden.
Und an der Stelle ein kleiner Teaser. Und zwar rate ich euch, eventuell Lebensinsel auf Instagram zu abonnieren, weil gegebenenfalls irgendwann in den nächsten Wochen News erscheinen werden, die ihr nicht verpassen wollt. Trust me. Übrigens wollte ich mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für alle, die mich immer wieder fragen, ob es diesen Planer noch gibt und die mir schreiben, dass sie den Planer so toll fanden, weil oh, das hat mich so happy gemacht. Das war wirklich so ein kleines Herzensprojekt von mir und dass es dann so gut angekommen ist, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Deswegen, ja, wollte ich mich nochmal dafür bedanken und natürlich auch bei Lebensinsel für diese Möglichkeit. So, ich bin fertig mit Putzen, habe mich jetzt auch mal wieder ein bisschen frisch gemacht und ich glaube, ich mache jetzt noch einen Couscous-Salat, weil ich möchte ungern bei so einem heißen Wetter irgendwie was Warmes essen. Deswegen habe ich mir gedacht, so ein Salätchen, das ist eine gute Alternative. Geht los. Ich sitze im Auto. AC, full blast. Ich hole jetzt noch meine Freundin ab. Und ja, ich fahre mit dem Auto. Please don't judge me. Es sind 38 Grad. Da fahre ich nicht mit dem Fahrrad. Sorry. Ja, und dann können wir vor allem auch direkt von der Klausur ins Freibad düsen. Leute, ich bin zurück und ich bin auch noch im Bikini, weil wir bis gerade eben noch im Freibad waren. Aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt anfange, mich zu duschen und mir doch dann nochmal eine Altklausur reinzupfeifen, erzähle ich euch erstmal vom heutigen Tag. Und zwar, to be honest, die Klausur war ungeiler als gedacht. Ich weiß nicht, ich hatte oft das Gefühl, dass thematisch zwar was dran kam, was mir bekannt vorkam, aber die Frage war dann doch sehr anders oder zielte auf irgendwas anderes ab, als das, was ich mir so antrainiert hatte. Das ist jetzt hier meine Prognose. Gereicht hat es, glaube ich, auf jeden Fall in Reha. Notfallmedizin wahrscheinlich auch. GTE wahrscheinlich auch. MIBI, wenn ich gut im Raten war bei den Fragen, die ich nicht wusste. Und Strahlen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass ich Strahlen nicht bestanden habe. Wir erfahren die Ergebnisse erst morgen Abend. Ich werde sie euch auch mitteilen. Also beziehungsweise ich werde sagen, ob ich bestanden habe oder nicht bestanden habe. Naja, ich versuche mir nicht so viel draus zu machen. Die anderen haben es eigentlich ähnlich gesehen. Also niemand ist da rausgegangen, hat sich so gedacht, boah ja, war voll die geile Klausur. Ja, morgen geht es dann weiter, direkt um 8 Uhr morgens. Aber das Gute ist, dass es dann auch wirklich früh vorbei sein wird. Also ich denke, gegen 10 Uhr werde ich da raus sein. Und dann bin ich auch befreit. Und dann haben wir morgen noch echt ein cooles Programm vor uns. Von daher versuche ich es gerade ein bisschen lockerer zu sehen. Einlass ist um 7.30 Uhr und sie startet dann um 8 Uhr. Also ich denke, wir werden gegen 10.30 Uhr vielleicht spätestens raus sein. Heute sind Pharma, Klischi und Pato dran. Und ich habe ehrlich gesagt Hoffnung, dass es heute besser wird.
Leute, schaut ihr jetzt nach? Schaut ihr nach? Oh, ich kann das nicht, wenn so viele Leute drumherum sind. Ich brauche meine Privacy. Oh nein. Hey, wo sieht man das? Ist bei Notfall auch gar nichts eingetragen? Ah, ich habe Patte und Pfarrer bestanden. Oh mein Gott, ich habe die DDR bestanden. Ich sehe Bibi noch nicht mal. Die Bestehensgrenze ist 16,8. Ich habe 17. Okay, Klischee ist durch. Ein langer, langer, langer Tag neigt sich dem Ende zu. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es war so ereignisreich. Ich glaube, ich fange erstmal an mit dem, was euch wahrscheinlich am brennendsten interessiert, die Klausur. Ja, Klausur war eigentlich vollkommen in Ordnung. Patho war super. Pharma fand ich persönlich auch eigentlich ganz in Ordnung. Klischee war okay. Hätte ich mir aber tatsächlich besser vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ja, danach sind wir dann direkt zum Kanal gefahren, hier in Münster. Und da haben wir dann auch die Klausurergebnisse erfahren. Und ihr habt es ja so ein bisschen gesehen. Ich werde es wahrscheinlich hier so ein bisschen eingeblendet haben. Ich kann euch offiziell sagen, dass ich alles bestanden habe. Zum Glück. Mibi, absolute Punktlandung. Wirklich auf den Punkt genau. Da sage ich Danke an die Rategötter, die mir anscheinend wohlgesonnen waren in dem Moment. Ja, in Strahlen war ich erst ein bisschen confused, weil ihr müsst euch das so vorstellen, in der Klinik hat man unter anderem Sammelscheine. Diese einzelnen Teilleistungen in den Sammelscheinen sind manchmal dann auch nochmal untergliedert, zum Beispiel eben jetzt Strahlen. Also Strahlen, Radiologie und so weiter, das ist eigentlich ein riesiger Sammelschein, das kommt fast jedes Semester nochmal vor. Und jetzt im fünften Semester war das unterteilt in, ich glaube, Strahlenbiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie und Radiologie. Ich glaube, es waren vier Unterthemen. Dann wurde im Prinzip das einzeln aufgezählt. Bei jeder einzelnen Teilleistung der Teilleistung wurde dann nochmal gezeigt, ob man das bestanden hat oder nicht. Jetzt war es bei mir so, dass ich bei zwei
von den Teilleistungen der Teilleistungen einen Punkt zu wenig hatte. Insgesamt aber, wenn man diese vier zusammenrechnet, hatte ich trotzdem über 60%. Heißt, diese einzelne Teilleistung habe ich bestanden. Aber wenn man es ganz genau nehmen will, habe ich zwei Teilleistungen der Teilleistungen nicht bestanden. Falls es Sinn macht. Egal. Was zählt ist, dass es rum ist, dass es vorbei ist, dass ich nie wieder... Oder nein, das stimmt nicht. Ich muss ja noch Mikrobiologie 2 machen, ne? Das wird mich ja verfolgen im 8. Semester. Aber MIBI 1 ist abgeschlossen. Damit bin ich sehr zufrieden. Womit ich noch sehr zufrieden bin tatsächlich ist Pharma. Pharma lief deutlich besser als gedacht. Danach waren wir beim Le Feu. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr in Münster und Umgebung seid. Es war wirklich fantastisch. Es hat super geschmeckt. Es war mega cool, weil wir halt ein All-You-Can-Eat bestellt hatten. Und dann konnte man so gefühlt von jedem Flammkuchen mal was probieren. Ich habe auch zum ersten Mal nicht herzhaften Flammkuchen, also süßen Flammkuchen, probiert. War auch übrigens sehr geil. Und danach sind wir direkt zurück zur Uni gedüst, weil heute die offizielle Song-Release-Party für den Medi-Song stattgefunden hat. Ja, ich muss sagen, ich war echt absolut begeistert. Wirklich an dieser Stelle dicke, dicke, dicke Props an das Medi-Orga-Team. Ich finde es wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, das sind alles normale Studierende. Das sind alles keine Profis und die haben das alles in ihrer Freizeit auf die Beine gestellt. Ich habe da wirklich größten Respekt vor, besonders dadurch, dass ich auch weiß, wie so eine Videoproduktion ungefähr abläuft und wie viel Arbeit das ist. Nur, dass meine Videos hier nicht ansatzweise so viel Arbeit sind, wie das, was die da geleistet haben und auf die Beine gestellt haben. Also schaut euch unbedingt den Medi-Song an. Den Link findet ihr direkt unten in der Beschreibung, damit ihr ihn nicht verpassen könnt. Deswegen jetzt nach diesem Video unterstützt alle die Uni Münster und ja, lasst dem Orga-Team ganz, ganz viel Liebe da, weil die haben es echt verdient. Damit endet nicht nur dieser Vlog, sondern auch das 5. Semester. Es ist offiziell abgehakt. Deswegen werde ich jetzt hier auch den Vlog beenden und den Abend noch schön ausklingen lassen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, damit ihr nicht die nächsten 100 Milliarden Semester in diesem Medizinstudium verpasst. Ja, und ansonsten, wie immer, bleibt alle gesund und munter und sehen uns nächste Woche oder übernächste. Vielleicht nehme ich mir auch mal eine Woche frei. Ciao!